Nein. Ja, schon. Ich habe keine 190 Beziehungen, schade. Einfach mal schicken und warten, bis du ja klickst. Wie viele Truppen haben die denn hier? Fast normal. 32,4 effektiv gesehen steht also alles, was die haben, schon da. Das ist ja wunderbar. Dann gucken wir doch mal hier einmal auf. Du bist das da. Hey, du hörst mir gleich auf zu drücken. So. Die Schlacht haben wir schon mal gewonnen hier. Ja? Einmal hier Dieter. Wieder Punkte ausgeben. So, jetzt habe ich voll Lust, eine Runde H4 zu spielen. Wer ist dabei? Was? Gibt's eine EU4 Mod für H4? Ja, irgendwie mit den Kartenmap Mode oder so. Oktober, da kommt der November, habe ich gehört. So, jetzt machen die Samaniten wieder mit, was? Was soll denn der Scheiß? Das ist jetzt Kacke. Willst du schon wieder Krieg führen? Ja, wollte ich, aber die sind jetzt scheiße. Du bist doch schon groß genug. Du brauchst keinen Krieg mehr führen. Bin groß genug, klar. Ja. In welcher Traumwelt lebst du denn? Der Fino macht ja schon wieder auf Friedenshippie hier. Ich habe nichts gebacken, ist ein Problem. Unter den Bedingungen muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr Truppen hier anschieben. So 1.000-2.000 mehr. Aber hey, ich kann die Samariten dann angreifen. So dürfen die überhaupt mit in den Krieg kommen, wenn ich noch einen Waffenstillstand mit ihnen habe. Was soll denn der Unsinn? Das ist doch hier Beschiss schon wieder. Beschiss, sage ich euch. Ich das mal gewusst. Ja, wieso stehst du da? Aber weil ich dich da hingeschickt habe, wahrscheinlich. Ne? So,
wäre im Rahmen des Möglichen, dass er da steht, weil ich ihn da hingeschickt habe. Ich halte das für nicht sehr wahrscheinlich, aber... gerade so ein bisschen kleiner geworden, die ganze Scheiße hier. Krieg erklären. Oh, sie sind nicht mehr verbündet. Spiel, kannst du dich mal entscheiden? Aber es soll mir recht sein. Jetzt muss ich mal kurz hier meine Truppen, damit das auch was wird. Okay. Nicht, dass das jetzt gleich mal völlig in die Hose geht. Aber hey, die sind gerade so ein bisschen gewachsen, der Irak mal wieder. Ist echt groß geworden, der Irak. Oh, mein Spionagenetzwerk im Irak auf. Verdammten Iraker. Die haben Massenvernichtungswaffen. Du besiegst gerade Saddam Hussein, ne? Das ist sehr wichtig. Ich tue hier einen Dienst für die Menschheit. Also. Achso, du bringst die Demokratie. Ich bringe Frieden und Weisheit. Dafür steht der Konfuzius. Oder so, keine Ahnung. Ich soll keine Leute bekehren. Ich muss mal wieder Leute bekehren. Ich muss sie von meinen friedlichen Absichten überzeugen. Mit Gewalt. Diese ungebildeten Wilden verstehen nur die Sprache der Gewalt. Ich würde Atscham wirklich gerne vassalisieren. Ich darf nicht. Das heißt nicht vassalisieren, sondern demokratisieren. Ich will ihn Liebe bringen. Mit Gewalt. Aber hey, dann kann ich die Samaniten jetzt gleich nochmal unabhängig davon angreifen. Was ist das denn da oben? Wo kommt das denn her? Hassan Wahiten? Was ist das denn jetzt für ein Land? Das muss neu sein. Da ist ein neues Land. Wilde Sache das. Dann habe ich denn noch Waffen mit ihm bis 54. Du bist immer noch verbündet, ja. Tang. Das ist schon alles kacke hier. Ah, ich muss Punkte ausgeben. Ich bin schon wieder am Maximum. Wie ich das immer wieder vergesse, ist erstaunlich. Man könnte meinen, ich wäre intelligent genug, mir das irgendwann zu merken, aber nee. Überbewertet. Welche Inflation? Wie viel Inflation habe ich da? Ja, komm, lass mal nochmal. Für Punkte gebe ich noch, warum? Ich brauche die Punkte gar nicht. Warum gehe ich Inflation dafür aus? Peter, warum stoppst du mich nicht? Hat hier 15.000 Spielstunden, aber macht nichts. Ich möchte nicht deine Ziele der Demokratisierung gefährden. Der Papst wird ja auch nicht demokratisch gewählt, ne? Also. Da müssen wir mal einschreiten, glaube ich. Boah, ey, Cordoba verliert hier eine Schlacht nach der anderen. Weil die einfach mit der Technologie scheinbar nicht so ganz hinterherkommen und... Die sind verfickte Großmacht, das muss doch mal irgendwie gehen. Ja, und wegen dem ganzen Bonus, wegen dem Kreuzzug, also... Das ist einfach... Oh, ich hab gewonnen. Was kann ich mir denn jetzt alles gönnen? Kann ich mir alles gönnen? KI sagt nein.
wollte auch gar nicht alles haben. Wie sieht es denn mit den Provinzen aus? 3,5, oder möchte Irak schon wieder sich anpissen hier? Ah, 4. Wenn ich das hier noch gönne, sind wir dabei 5. Der scheiß Irak, ne? Egal, ich kessel die jetzt mal ein. Gib mir all euer Geld, ich brauch's nicht. Dann kommt schon mal keiner mehr an Sind ran. So, Sind gehört jetzt dann mit mehr oder weniger mir. Was ist denn das für eine Provinz schon wieder? Oh, 24 Entwicklung, sehr schön. Wo war ich richtig? Beziehungen mit meinen Vasallen verbessern? Ich könnte sie natürlich auch langsam annektieren, aber warum? Und dann möchte ich doch mal dieses Land hier vielleicht so ein bisschen. Worum immer das auf einmal herkommt, ich möchte es haben. Da ist ein neues Land, mir gehört. Ich hab's zuerst gesehen. So dachten sie in der Kolonialzeit auch immer. Meine Kriegsschiffe haben's zuerst gesehen, verpiss dich. So, Karma, kannst du mal irgendwie Streit anfangen mit Kanons, irgendwem? Na egal, 2 Provinzen. Das war doch spannend. Ich habe über 2000 Gesamtentwicklung. Geil. Ah ne, doch nicht. Das ist mit Untertanen. Egal. Über 2000. Oh, der Fino für dir Fettkrieg. Mhm. Naja, gewinnt der locker. Ja, ich hoffe. Das ist nicht so eindeutig, muss ich sagen. Ja, du verlässt dich auf die KI. Verstehe, da ist der Fehler. Ja, naja, so 50-50, ne? Alter, der Irak auch Verbündete ohne Ende, ne? Kommst auch nicht weiter. Kannst du nicht ausdenken. Kannst du doch nicht ausdenken, alles hier mehr. Okay, die Kreuzzugbonis wirken schon ein bisschen unbalanced, weil ich habe gerade mit einem 15er Stack eine Armee von Cordoba mit 55.000 besiegt. Welche Tech-Stufe haben die? Genau die gleiche wie ich. Okay, das stimmt irgendwie nicht, was? Oder die KI war einfach so dumm und hat sich zu früh zurückgezogen, weil die Schlacht hätte ich definitiv verloren. Weil jetzt ist schon ganz Spanien fast eingenommen und... Gucken wir doch mal. Militär, Qualität der Armee. Achso, ich sehe die Armenier nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben die einfach wenig Disziplin oder so. Das kann natürlich auch sein, kann ich jetzt nicht genau nachgucken, aber es wirkt schon ein bisschen komisch. Kannst du das nachgucken? Na, ich hab. Ich sehe hier nicht, was die an Flotten und so haben, weil kein Spion da hingeschickt habe. Schwierig. Lass dir Zeit dafür. Wir können ja einfach bis 2 Uhr spielen oder so. So, ich geh mal kurz ein bisschen Pornos oder was. La lilalo. Oh. Delfino, was machst du denn da schon wieder? Sachen.
versuchen, den Krieg zu gewinnen, aber... Ja, ich habe Angst, dass ich das nicht schaffe. Hast doch voll die fetten Verbündeten. Ja, aber... Kann ich die Wasserlistin nie zu weit weg? Als Selbstversagen. Wieder gar nicht. Ja, ich mach's lieber nicht. Also, ich muss noch irgendwie Marata angreifen können, aber alle Möglichkeiten sind scheiße. Ich könnte die Karma direkt angreifen, aber die haben so viele Truppen. Ich bezweifle, dass ich schnell genug reinkomme, bevor die mich überrennen. Scheiße. Tank könnte mal so ein bisschen zusammenbrechen, aber die haben sogar keinen Bock. Gibt's da irgendein Event? Chinesische Aufstände, Tang explodiert. Und zerfällt in 20 kleine Nationen. Das wäre toll. Auch 20 kleine Nationen wären schon geil. Bei Ming passiert das gerne, ja. Ja, Ming gibt's schon nicht mehr. Gab's das überhaupt die? Keine Ahnung. Können die Ming formen? Wird man Verbündeten, hätte ich eine leichte Übermacht gegen Tang, aber... Also auch ohne meinen Verbündeten hätte ich schon eine leichte Übermacht, aber... Erstmal die Elfenbeinproduktion ankurbeln. Aber die Regierungslimit reiche ich auch. Dieses Regierungslimit, ne? Wasalisieren bin ich zu weit weg. Das war also nicht wahr. Glück auf 10 plus. Was haben wir da noch? Das ist schon mein Wasser. Chimix hier so gar nicht. Da habe ich keine Provinzen. Ach. Groß. Schon Vasall. Ist auch schön, dass ich immer noch nicht Europa sehe. Nichts machen. Und wer ist schuld? Der Papst. Deck ausheben, meine Truppenlimit noch weiter überschreiten. Ich dachte immer, das ist eine Stadt.
Gold mal auf. So. Oh, der brillt auch gar nicht. Sehr gut. Samaniten. Haben die Samaniten Freunde? Nein. Gut. Ist der gute Mann. Gucken wir doch mal. Seid ihr noch da? Ja. Nein. Gut, wir finden.